Hallo und herzlich willkommen im Nazi-Verseuchten Amerika bei Wolfenstein 2 The New Colossus. Und das ist auch die letzte Folge für diese Aufnahmesession. Danach ist erstmal Wochenende. Ich muss mal ganz kurz hier wir starten direkt, wir kennen das ja nicht anders. Och Mann, das ist ein bisschen, ich möchte auf der linken Hand gar nichts tragen. Hallo. Ja. Das war's dann auch mit ihm. Oh, Elektro. Okay. Wieso hatten der jetzt schon wieder Akimbo drauf? Ich wollte nur das, nur die eine Waffe. Jetzt ist gut. Okay. Nee, das ist falsch. Ah. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Ja, mir fällt gerade auf. Der Feind lauert unter uns. Ich sehe da vorne was. Oh, was ist das? Ey. Habe ich ihn getroffen? Komm raus. Hey. Nee, das finde ich nicht fair. Hallo, jetzt stirb endlich. Ja. Oder ich sterbe. Die Aufnahme läuft 1:30. Ich bin schon einmal gestorben. Das ist doch perfekt. Okay, weiter. So. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Ja, Bombarte, Alter. Bombarte, Schmarte. Kann mich mal. Ach, darum bin ich so schnell gestorben. Okay. Die Aufnahme läuft nicht mal 2 Minuten. Ich bin 2-mal gestorben. Jetzt muss ich mich mal am Schlüpper reißen hier. Jetzt, komm, mach jetzt hin hier. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Kann ich damit jemanden töten? Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Ich glaube schon. Wenn ich treffen würde. Oh. Hallo, du sollst zielen. Hä? Also jetzt reicht's. Ne? Jetzt reicht's, jetzt, die Sache Danke, ist... Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Ja. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Ich hab so wenig Leben. Boah. Da. Der, wow. Alles klar. Okay. Ja, chill. Jetzt ist er wieder hinter mir. Junge, was soll denn das? Ich schwöre, sowas regt mich so auf, ne? Was soll ich tun? Ich habe so wenig Leben. Das wird alles besser. Danke, William. Ja, bitte. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Ich muss nachladen. Warte mal. Danke. Ja, kein Problem. Ey, was denn? Hä, was ist denn los? Vier Minuten, keine Ahnung, wie oft ich gestorben bin. Danke, William. Boah, ich kann's nicht mehr hören. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Was? Was ist denn jetzt los? So, hier ist noch Health. Ganz ehrlich, ich habe eine andere Idee. So. Wer schießt denn hier auf mich? Gott. Hä? Was? Ganz ruhig. Das ist zu viel am Morgen. Fuck, Junge, es ist 9 Uhr morgens. Ich Danke, bin zu oft William. Gestorben. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Oh ja, das wollte ich eigentlich auch nur finden. Ich hab keinen Bock, das jetzt zu lesen, ne? Ganz ehrlich.
halt's Maul. Ja, wo denn? Ist die Sackratte auch tot? So. Jetzt habe ich zumindest mal... Ah! Boah, das ist aber auch ein ätzender Drecksscheiß, ey. Wo ist der Typ? Ja, so gehört das auch. Oh nein. Ja. Warte, dann steigen wir direkt komplett um. So, geht doch. Hier war irgendwo noch Rüstung. Ja, alles mitnehmen. Boah, ja, durchgeschnetzelt. So, das war's jetzt aber auch, ne? Schön, hier nochmal Enigma-Ding. Hab ich mitgenommen, ja, okay. So. Okay. Meine Güte. Ai, 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 ai. Was macht das Spiel mit meinen Nerven? Das ist... Was ist das? Boah. Nein. Willst du das abhauen? Ja, das solltest du. Okay, lass mich raus. Junge, richtiger OG. Gut gemacht, Blazkowicz. Komm! Alle sind versammelt. Einfach so. Ein Leben. Alles Wissen, alle Gefühle, alle Erlebnisse, alles weg, mit einem Mal. Wie Wasser. Wie nie gewesen. Liebling, nimm dir so viel Zeit wie nötig, aber geh irgendwann bitte zu Seth in die Werkstatt und lass dich untersuchen. Ich mach mir Sorgen um dich. Und ich ess besser was, bevor ich umkippe. Oh. Seth, er okay. Weiß es so sicher wie ich. Mich kann man nicht heilen. Hä, warum denn? Warum sollte man dich nicht heilen können? Ist alles gut. Oh, das sieht nicht so bequem aus mit dem riesigen Rad. Obwohl man da bestimmt geil sein Bein drauflegen kann. Polski. Datri wie moim Serku. Mich würde mal interessieren, ist er auch Pole? Ich meine, er heißt Blazkowicz. Das ist ja kein amerikanischer Name. Also, Max. Es wird Zeit. Maxas. Oh nein. Hey, Max, guck nicht so. Ich weiß, du magst Rosa. Was? So ist das nun mal. Schweine sterben, damit Menschen was zu essen haben. Maxal! Und wir haben kein Futter mehr. Nur noch für Menschen. Kein Schweinefutter. Maxas! Maxas! Max! Maxas! Okay, Max! Okay! Das Schweinchen bleibt am Leben. Und jetzt guck nicht mehr so traurig. In Ordnung? Ja. Wenn du willst, kannst du fröhlich sein, Max. Lächeln. Ach, hier ist wahrscheinlich seins, ne? Zumindest. Pick. Schwein. Max liebt seine Wachsmalstifte. Oh.
From Klaus to Max. Aha. Okay. Oh, was? Warte, da war noch was. Warte, warte, warte. Aha. Unten in die Werkstatt. Ist das hier Werkstatt? Ja, wir gucken uns sowieso gleich mal gerade mal alles an, so ein bisschen. Hallo. Oh. Habib Zweifeln Sie nicht an sich. Ja. Mit der richtigen Einstellung kann man jedes Hindernis überwinden. Was machst du hier unten? Okay. Habib sitzt einfach da. Oh, warte, wer ist das? Ein schönes Zuhause für uns, Carolina. Sie lagen immer richtig. Ja. Was? Helm. Helm? Ja, alles grün. Erinnert mich sofort an Fallout. Dass Caroline tot ist. Wer führt uns jetzt an? Der wütende Schatte, glaube ich. Doch nur als eine Übergangslösung? Bis wir jemand Passenderen gefunden haben? Was weiß ich schon. Ich gehöre ja nicht gerade zum inneren Kreis. Ist das Frau Engels? Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Miriam Gunnarsdotter. Ja, du gehörst nicht zum innersten Kreis wegen deinem Namen. Hallo. Nee. Okay. Ah, okay. In traurigen Zeiten höre ich gern Musik. Mögen Sie Musik, Herr Blazkowicz? Ja. Karte. Warte, lesen halten, zum Lesen halten. Aha. Professor Pfinkel. Nach dem katastrophalen Misserfolg der sogenannten Kroko-Enten-Experimente mit genetisch generierten Tierhybriden wechselt man zu einer plumperen Herangehensweise. Ich werde Ihnen hier das neueste Experiment beschreiben. Der Kopf von Subjekt A wurde vorsichtig entfernt und in einen Tank mit der von dem Forschungsteam in Paris entwickelten Konservierungsflüssigkeit platziert. Der Körper von Subjekt B, der mit der gleichen Flüssigkeit konserviert worden war, wurde dann aus dem anderen Tank genommen und auf die Verbindung vorbereitet. Daraufhin wurde der Kopf von Subjekt A am Hals von Subjekt B befestigt. Es traten Bewegungen auf, sie schienen jedoch eher reflexartiger Natur zu sein. Leider gab es keine Anzeichen dafür, dass Subjekt A beim Bewusstsein war. Das Experiment wurde mit dem Beschluss abgebrochen, dass weitere Forschungen nötig sein würden. Vor allem werden weitere Daat-Hyut-Pergamente benötigt, um die fehlenden Puzzleteile zu ergänzen. Die Notiz ist blutverschmiert und unvollständig. Am Rand steht ein Sets-Schrift, muss sich um das dekonische Theorem handeln. Werde nachforschen. Aha. Hier ist noch irgendwas mit Lesen. Oh, Carolines Notiz. Set. Auf Ihre Anfrage hin meine Liste mit möglichen Aufenthaltsorten des Widerstands. Manhattan. Dieser Ort mag eine radioaktive Wüste sein. Was? Aber die von Juna in Paris abgefangene Informationen besagen, dass das Regime in dem Bereich Verluste erlitten hat, was nur mit der Anwesenheit von Widerstandsgruppen erklärt werden kann. Wo? In Sets Schrift. Sie müssen sich in höher liegenden Bereichen verstecken, um die Strahlung in Bodennähe zu vermeiden. Werde nachforschen. New Orleans. Der Name Horton taucht wiederholt in Regimeinformationen aus Paris auf. Wir wissen, dass NO eine Zone ist, in der das Regime... Moment. Amerikanische Dissidenten und andere unliebsame Elemente ihrer Gesellschaft festhält. Dimitri, Jonas Freund aus dem Pariser Widerstand, hatte eine Verwandte, der zum Widerstand in New Orleans gehören konnte. Appalachen, darüber ist uns nicht viel bekannt. Das Regime hat mehrere potenzielle Mitglieder des Widerstands in diesem Bereich festgenommen, aber nichts gefunden. Falls es dort Gruppen geben sollte, sind sie möglicherweise gerade inaktiv. Wenn es uns gelingt, eine Revolution in Amerika zu starten, werden sie vielleicht aufwachen und uns anschließen. Soweit mein Informationsstand. Genauere Einzelheiten sind natürlich aus den Informationen ersichtlich, die Juna mir beschafft hat. Statten Sie mir einen Besuch ab, wenn Sie mehr wissen möchten. Und auch hier... Oh, du heilige Scheiße. Oh, bitte nicht. Okay, das lese ich nächstes Mal. Das lese ich nächstes Mal, da ist mir noch ein bisschen viel. Irgendwann, ne? Aber jetzt erstmal hier ist Set. Nein! Was zur Hölle ist das da? Tja, was das ist, Riese, was das ist der Körper eines toten Kopfaffen und der Kopf meiner geliebten Siam Katze Shoshana. Schauen Sie, der Riese wird dir nichts tun, er ist ein guter Junge. Ich habe Shoshana beim Rattenjagen im Reaktorraum gefunden, als wir das U-Boot eroberten.
Ein paar Monate später lag sie mit Darmkrebs im Sterben, als ich diesen praktisch hirntoten Affen fand, der auf einer Sprengkapsel rumkaute. Tun Sie mir einen Gefallen, Herr Blazkowicz. Nehmen Sie die Axt runter. Sie machen mich nervös. Das ist nicht nur mein Lieblingstier, sondern wahrscheinlich auch meine bedeutendste wissenschaftliche Leistung. Ja, du bist bedeutend. Hast du Hunger? Hier ein Fisch. Also, für eine speziesübergreifende Kopftransplantation muss man A, die Wirbelsäulen verbinden, sie ist okay. B, vollkommen unterschiedliche Biosysteme in Einklang bringen, Atemwege und Blutkreislauf. Okay, verstanden. Sparen Sie sich das Wissenschaftsblabla. Was tue ich hier? Quake wie eine Ente. Sie hatten einen langen Tag und es tut mir leid. Mal sehen. Brauchen Sie ein Schlafmittel, Junge? Nein, ich brauche nur eine Aufgabe. Ablenkung. Ah, ich verstehe. Jeder trauert auf seine Weise. Aber ich habe die perfekte Ablenkung für Sie. Vor ein paar Tagen bat Anja mich, eine Schießanlage für die Kämpfe an Bord zu bauen. Sie ist fast fertig. Aber ich habe mit einer alten Drohne für Zielübungen experimentiert, als dieses verdammte Ding plötzlich total durchgedreht ist und dachte, es könnte einen auf Heiler machen. Also habe ich es da eingesperrt. Könnten Sie vielleicht da reingehen und es zerstören? Und probieren Sie auch die Schießanlage aus, mal sehen, wie sie Ihnen gefällt. Berichten Sie mir später davon, okay? Okay, ich schaue es mir an. Das weiß ich sehr zu schätzen. Okay, dann haben wir unsere Aufgabe. Schalte die Drohne aus, das ist wahrscheinlich dann hier, ne? Ah, Shooting Range, okay. Kuckuck. Du willst Fangen spielen, was? Yay, Verbesserungskit. Wo ist die hin? Okay. Seth muss mit seinen Experimenten etwas vorsichtiger sein. Das stimmt. Ach, okay, komm, aber einmal gönnen wir uns den Spaß. Moment, so, einmal nur. So. Ich glaube, Kimbo dürfte das schwierig werden. Hä? Oh, vielleicht ist es Akimbo doch einfacher. Upala. Kein Problem. Oh, wir haben noch 8 Schuss. Ja, warte mal. Okay. Und das sagt mir jetzt was? Punktsieg. Silbertrophäe. Das ist gut. Okay. So, Set. Captain. BJ 470. Shoshana. Wie sich der alte Mann so schlägt. Schrotflinte. Ja, Captain. Hallo, Captain. Top nicht Kills. Aufgeben. Es gibt noch viel zu tun. A piece of cake. Ey, ich bin Erster. Okay. Sets Labor. Gehen wir zu Sets? Da sind Sie ja, Riese. Wie war meine Schießanlage? Ja. Ah, gut gemacht, Junge. Sie haben es einfach drauf. Herr Blazkowicz, Ihre Frau Anja? Sie hat nach Ihnen gesucht. Oh, ja. Anja hat Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Sie ist in Carolines Zimmer. Oh mein Gott, wie gemütlich. Kennen Sie die Käfer, Herr Seth?
Ja, wie bitte? Mond, Mond, ja, ja. Vereint wir sind die Band, die Käfer. Haben Sie deren Musik schon mal gehört? Musik? Wollen Sie, dass mein Kopf explodiert von dieser sogenannten Musik? Sie können gut singen. Ja, ja, können Sie. Und Sie sehen gut aus. Oh, natürlich. Das ist doch nicht schlecht, oder? Nein, ist nicht schlecht. Johann mag ich am liebsten. So geheimnisvoll. Oh, sehr geheimnisvoll. Ich erinnere mich an die Liebe. Ganz vage. Ah. Das ist nur Fantasie. Mutter mag keine Fantasie. Sie hat meine Hochzeit schon arrangiert mit dem Sohn des Leiters der Geheimpolizei in Berlin. Das ist fantastisch, fantastisch. Ich weiß kaum was über ihn, nur dass er viel schwitzt, immer Golf spielt und nach Zwiebeln riecht. Ich hasse Zwiebeln. Ihre Mutter hat Ihnen doch jetzt nichts mehr zu sagen, oder? Sie können sich auf romantische Abenteuer einlassen. Tun Sie es einfach. Ja. Das stimmt wohl. Na. Wo muss ich denn hin? Aha, okay. Zu Anja. Helm. Was zum Fick? Was ging denn jetzt hier ab, Anja. Oh, William. Ich kann sie immer noch hier riechen. Ich habe Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Ich kenne ihren Aufenthaltsort. Kannst du für mich mal nach Fergus sehen? Er ist nach der Operation wieder auf den Beinen und sollte mir Nitroglycerin aus dem Munitionslager holen, ist aber noch nicht zurück. Such ihn dort, neben der Schießanlage. Wir müssen alle versammeln, um den nächsten Schritt vorzubereiten. Wir haben New York fast erreicht. Wir sind der Überlaufbursche. Was ist das? Lesen. Okay. Paris, ein schöner Tag im befreiten Paris. Jonas Postkarte, Caroline. Irgendwelche Geräusche aus den Katakomben haben mich aufgeweckt. Du redest im Schlaf. Wusstest du das? Ich konnte es nicht verstehen, aber es klang lustig. Ich stecke diese Karte, die ich gefunden habe, in deinen Anzug und hoffe, dass du sie erst viel später finden wirst. Ich wollte mich bei dir für alles bedanken, egal was geschehen wird. Sie können uns nicht aufhalten. Juna, auf der Postkarte sind keine Briefmarken. Ja, wenn sie... Wie soll ich ihr beibringen, dass ich ihnen bald folge, Caroline? Dass sie zusehen muss, wie ich dahin sicher. Aber vielleicht weiß sie es ja schon. So wie ich. Ja, das kann sein. Komm, das machen wir noch. Nachdem BJ General Strasser getötet und die Gefangenen befreit hatte, war die Forschungsabteilung des Regimes lahmgelegt. Es hat ihre Fortschritte in der Technologieforschung verlangsamt. Falls er aufwachen sollte, werde ich ihn immer wieder daran erinnern, dass wir ihm auf ewig dankbar sein werden. Das Regime ist demoralisiert, gedemütigt. Aber das genügt uns nicht. Wir brauchen mehr. Gedemütigt, das schreibt man ohne H, oder? Ja klar. Die Pariser Mission war in gewisser Hinsicht ein Erfolg. Es war der erste Schritt, mit dem wir am Boden gewonnen haben und es global mit dem Regime aufnehmen zu können. Ich wünschte bloß, dass ich Juna irgendwie helfen könnte. In den letzten Tagen ist der Ausmerzer beruhigend nahe gekommen. Ich muss mit DZ darüber sprechen. Caroline. Okay. Ja, schöne Bilder hier aufgehangen. Sprich mit Fergus. Mit Fergus. Der ist da. Das machen wir, würde ich sagen, aber im nächsten Part. Ja, an sich, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so bis jetzt von dem Spiel haltet. Man konnte ja schon ein bisschen was sehen. Ansonsten, MJ, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut da rein. Ciao.